Ja, heute mache ich ein Ribeye Steak à la Orange. Wie ich das gemacht habe und welche Zutaten ich da dazu verwendet habe, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Willkommen bei Barbecue aus Baden. Ja, Ribeye à la Orange. Dazu brauche ich natürlich zwei Orangen, Butter, Zucker und eine helle Sojasauce. Und den Hauptdarsteller nicht zu vergessen, Ribeye Steak. Ja, beginnen werde ich mit den Orangen. Die werde ich oben und unten abschneiden, also den abgipfeln. Ja, dann werde ich die Schale schön runterschneiden. Das ist eine relativ einfache Sache. Und wenn ich die Orange von der Schale befreit habe, beginne ich schon die Orangenspalten rauszuschneiden. Ihr seht da ist so ein weißes Häutchen. Da müsst ihr zwischendrin reinschneiden und dann kriegt ihr auch super Orangenspalten hin. Keine schwierige Aufgabe, geht rucki zucki. So sieht es dann aus bei mir. Ihr seht ja, die Haut könnt ihr umklappen und von der anderen Seite gerade einen V-Schnitt ansetzen. Dann sind wir schon am Grill. Die Pfanne habe ich schon vorgeheizt. Da ich Karamell machen möchte, muss die Pfanne sehr heiß sein. Ihr seht es gerade. Der Zucker fängt schon an zu schmelzen, so soll es eigentlich sein. Immer schön rühren dabei, dass er nicht verbrennt, das wollen wir ja nicht. So, nach kurzer Zeit seht ihr, wie der Zucker schon den Karamellfarbe annimmt. Dann tue ich die Butter dazu, das gibt so ein leichtes Nussaroma und einen schönen Glanz dann später auf der Soße. Ja, das müsst ihr schön langsam schmelzen lassen. Ja, nach kurzer Zeit ist die Butter dann geschmolzen, dann sieht es genauso aus. Und dann werde ich das Ganze mit Orangensaft ablöschen, dass der Karamell sich wieder verflüssigt. Dann werde ich es ein bisschen würzen mit Cayennepfeffer, kann ruhig ordentlich was rein. Zu einer Süße gehört auch immer eine gewisse Schärfe, Teelöffel Salz, darf auch nicht fehlen. Und zum Schluss mache ich noch die helle Sojasauce dazu und das Ganze lasse ich dann schön einköcheln, dass es ein bisschen sämig wird. Ja, und nach kurzer Zeit sieht es dann so aus. Dann mache ich noch ein bisschen Rosmarin dazu. Es gibt so ein leichtes Kräuteraroma, passt hervorragend zu der Orange. Und dann kommen schon die Filets dazu oder die Orangenspalten. Die lassen wir auch ein bisschen leicht mitköcheln. Ja, und dann gehen wir wieder rein in die Küche und da werde ich das Fleisch mit Fleur de Algarve würzen oder salzen. Also grobes Meersalz. Ja, dann werde ich noch ein paar Umdrehungen aus der Pfeffermühle drüber machen. Und wenn das Fleisch dann von beiden Seiten gewürzt ist, dann gehen wir schon wieder raus zum Grill. Den habe ich schon mal vorgeheizt. Das Fleisch habe ich schon mal auf meiner Grillplatte positioniert. Nach 2,5 Minuten drehe ich es dann um. Ja, genau, ihr seht, es hat schon wunderbare Röstaromen angenommen. Gut, das untere ist natürlich ein Rumpsteak, das ist noch mit Ruf gewandert. Aber gut, nach weiteren 2,5 Minuten nehme ich es dann runter vom Grill. Und dann lasse ich noch 4-5 Minuten ruhen und dann schneide ich ein paar Tranchen runter. Ihr seht, es ist super saftig, ja. Seht man auf dem Brett, wie der Saft da rumläuft. Hervorragend. Dann mache ich noch ein schönes Tellerbild. So sieht es aus bei mir. Ribeye Steak à la Orange nach Barbecue aus Baden-Art. Sehr stimmiges Gericht. Es ist eine leichte Schärfe drin, eine leichte Süße durch den Karamell, durch die Orange, was Fruchtiges drin. Also hat hervorragend geschmeckt. Macht's mal nach. Würde mich echt freuen drüber. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Würde mich riesig drüber freuen. Kommentiert meine Filme, teilt sie, liked sie. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas. Tschüss.